Schön, dass du wieder da bist. Heute gibt es ein neues Video. Ja, mit einem super spannenden Thema. Es gibt ja nur spannende Themen. Und ja, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und bei mir geht es rund um leidvolle, toxische Beziehungen. Nicht, weil wir uns hier im Leid und im Schmerz wälzen wollen, nein, sondern weil es hier darum geht, eben diesen Schmerz und das Leid aufzulösen, zu erkennen, mit was es zusammenhängt, um dann richtig durchzustarten und zu erkennen, dass genau diese leidvolle, schmerzhafte Beziehung wichtig war, notwendig war. Und ich weiß, wenn du jetzt im Schmerz drinnen steckst und das jetzt hier zum ersten Mal hörst, dann denkst du, um Gottes Willen, was erzählt sie denn hier? Guck dir deswegen gerne ältere Videos von mir an, damit du ja auf dem aktuellen Stand bist, oder fang am besten an, deine Wunden zu heilen. Denn heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Selbstliebe. Das ist ja die absolute Basis. Eigentlich könnte man es eindampfen und ja auf die Selbstliebe runter reduzieren, denn das ist wirklich das Allerwichtigste. Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Und ich habe heute einfach mal ein paar Dinge zusammengetragen, was denn passiert, wenn du die Selbstliebe wirklich lebst. Denn da kann es hier und da ein paar Nebenwirkungen in Anführungsstrichen geben. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also ich sage jetzt mal, bevor du überhaupt die Selbstliebe leben kannst, musst du natürlich ein paar Dinge tun. Also es ist eben nicht so wie, okay, Selbstliebe ist das Wichtigste, zack, Schalter rum, liebe ich mich eben mal selber. Wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Man muss sich natürlich vorher erstmal alles anschauen, okay, alles, was nicht die Selbstliebe ist. Der Weg zur Selbstliebe ist durch die Betrachtung und Auflösung des Gegenteils. Das heißt, wo verurteile ich mich? Wo mache ich mich selber fertig? Wo verrate ich mein Herz? Wo verbiege ich mich? Wo verletze ich mich selbst? Und all das gilt es anzuschauen und aufzulösen. Ja, die Erkenntnis darüber, aha, okay, das und das mache ich mit mir und ich haue mir eigentlich jeden Tag selbst eine rein, ist der erste Schritt. Und dich liebevoller zu behandeln und besser mit dir umzugehen, ist auch ein wichtiger Schritt. Da bleibst du aber auf der Verstandsebene bei 5% hängen. Also bitte das Unterbewusstsein nicht vergessen, das ist der viel, viel größere Teil. Da kannst du hier mit 5% rumbasteln, wie du willst. Wird sicher einen Effekt haben, aber du kannst dir nicht vorstellen, was gewuppt werden kann oder was für ein Wumms dahinter ist, wenn du das alles im Unterbewusstsein löst. Komplett andere Hausnummer. Okay, also, das heißt, wenn du diese Selbstliebe leben kannst, also die wenigsten Menschen haben im Laufe ihres Lebens, sage ich jetzt mal andersrum, viele haben eben Dinge erlebt, die die Selbstliebe reduziert haben. Also da ist ja wirklich kaum ein Mensch bei 100%. Das Thema haben wir ja alle mehr oder weniger. Und von daher, um eben diese Selbstliebe zu leben, wirst du dir deine Themen angeschaut haben oder musst sie dir vielleicht noch anschauen. Und sagen wir mal, du hast das jetzt alles schon gemacht und du hast diese Selbstliebe in dir. Du fühlst es, dass du wertvoll bist, dass du wichtig bist. Du verrätst nicht mehr dein Herz. Du machst dich nicht mehr klein. Du jagst nicht mehr der Liebe hinterher. Du musst nicht im Außen besonders schön und besonders toll und erfolgreich sein, weil das gar nicht mehr notwendig ist. Und du aber trotzdem strahlst und eine Wahnsinnsausstrahlung und Charisma hast, denn das bezieht ja die Selbstliebe mit ein, dann wird dein Leben einfach ruhiger. Einfach ruhig und ausgeglichen. Es gibt nicht mehr diese Spitzen, diese Hoch- und Tiefphasen. Es gibt nicht mehr dieses Drama, dieses Wow, weil dieses Drama und diese Spitzen, die ja dann auch von zwar sehr schön auch wieder in sehr, sehr schlecht und negativ und traurig gehen, wieder mit deinen inneren Mustern zu tun haben und mit einer inneren Leere, eben das zu finden im Außen, was dich erfüllt. Aber das kannst du eben im Außen nicht finden. Ich weiß, es ist ein abgedroschener Spruch, aber es ist einfach so. Ich erlebe es jeden Tag hier in der Praxis und auch bei telefonischen Terminen. Es geht nur von innen. Du musst bei dir anfangen und dann wird das Leben zurücklächeln, wenn du anfängst zu lächeln.
Gut, also dein Leben wird ausgeglichener und du bist einfach mit viel weniger zufrieden. Du merkst eben, dass du bestimmte Dinge gar nicht mehr brauchst. Also du musst nicht 10 Paar Pumps im Kleiderschrank stehen haben. Es ist immer noch schön, wenn du sie hast, aber es ist nicht mehr so ein Krampf, so irgendwas besitzen zu wollen, irgendwas darstellen zu wollen, was jetzt unbedingt dringend zu brauchen. Du bist einfach mit dir mehr zufrieden und du ruhst mehr in dir. Vielleicht klingt es für dich jetzt langweilig, ist es aber überhaupt gar nicht, denn das heißt ja nicht, dass du deswegen nicht Spaß haben darfst, dass du nicht rausgehen darfst, dass du dich nicht shoppen gehen darfst, dir was Schönes gönnen darfst. Nein, du sollst ja nicht da enthaltsam leben, aber du brauchst es nicht mehr so wie die Luft zum Atmen oder oh Gott, ja, weil das natürlich auch wieder im früheren Leben, vorherigen Leben, in diesem Leben ist, man hat ja manchmal mehrere Leben in einem, also in deinem Leben ohne Selbstliebe, ja, dass es da notwendig war, dass du das gebraucht hast. Und jetzt ist es schön, shoppen zu gehen, dir Sachen zu holen, aber du merkst, du brauchst immer weniger, bist mit viel mehr zufrieden. Es ist einfach schön, so wie es ist und genießt die Dinge, die da sind. Das Kämpfen hört auf, das Kämpfen um Beziehung, das Kämpfen um Liebe. Das Kämpfen um Anerkennung, gesehen werden, ja, das wird dann einfach nicht mehr notwendig sein, denn wenn du dich selber liebst, wirklich liebst, brauchst du auch das nicht mehr, weil die Liebe, die du von anderen wolltest, gibst du dir selber. Die Anerkennung, die du von anderen wolltest, gibst du dir selbst. Dieses Wohlgefühl, was du in außen gesucht hast durch irgendwelche Dinge, gibst du dir selbst. Und auch hier heißt es nicht, dass du hier wie der Mönch auf dem Berg da einfach mit dir nur glücklich sein willst, weil trocken Brot und Wasser. Nein, auch da darfst du natürlich alles, was zusätzlich in dein Leben kommt, genießen. Aber du musst nicht mehr drum kämpfen. Du musst nicht mehr drum kämpfen, weil es kommt von alleine zu dir. Weil da du dich selber liebst und diesen Magneten in dir nährst durch deine Selbstliebe, kommt die Liebe, die du dir selbst gibst, von außen zurück, die Anerkennung, die du dir selbst gibst, von außen, die Aufmerksamkeit, das bedingt sich gegenseitig, es kommt von alleine, das nennt sich auch Flow, es fliegt dir zu, es fließt dir zu. Ja, das ist einfach, man sagt ja Zufall, das ist das, was dir zufällt, ja, weil du die Resonanz dazu hast. Super spannend. Du wirst merken, dass sich dein Verhalten auch im Leben verändert, dass du weniger bis gar kein Alkohol mehr trinkst, weil du merkst, tut mir irgendwie nicht gut. Also es ist nichts gegen das Gläschen Prosecco zum Anstoßen zu sagen oder ein gutes Glas Wein beim Essen, was du genießen darfst, sondern dieser Alkoholkonsum, ja, wo du vielleicht dann einfach gedacht hast, ach, jetzt zur Entspannung und jetzt auch, Mensch, so ein schönes Gefühl zu haben, dass du spürst, es tut mir eigentlich gar nicht gut, eigentlich schlafe ich danach schlecht, eigentlich zieht es mich runter. Oder noch, dass du merkst, weil du ja durch diese Selbstliebe, durch die Wertschätzung dir selbst gegenüber, das ist so ein tolles Gefühl, dass du feststellst, Moment, also mit Alkohol will ich mir diesen tollen Zustand nicht versauen. Ich versaue mir das ja selber. Ich benebel mich mit dem Alkohol und bringe mich in eine viel niedrigere Schwingung, weil die Schwingung der Selbstliebe viel höher ist. Also das ist eigentlich total verrückt, dir selber deine Stimmung und dein Gefühl und deine Schwingung zu verderben und zu verschlechtern. Also ist eigentlich total verrückt. Also das berichten mir auch viele Klienten, bei denen sich auch gerade so der Alkoholkonsum oder das Verhalten gegenüber Alkohol einfach total verändert. Ja, Selbstliebe sage ich nur. Genauso auch mit deinem Essverhalten. Ja, also viele kommen zu mir, die ja sagen, Mensch, oh, ich habe eine toxische Beziehung, aber ich müsste eigentlich auch abnehmen. Und dann sage ich, wir fangen erstmal mit der toxischen Beziehung an. Toxische Beziehung auflösen heißt unterm Strich natürlich die Muster lösen, die dann wieder unterm Strich zur Selbstliebe, zum Selbstwert und zur Selbstsicherheit führen. Und wenn du diesen Selbstwert fühlst, die Selbstliebe lebst, kannst du dich nicht mehr überfressen. Kannst du nicht mehr eine Tafel Schokolade in dich rein
schieben? Kannst du nicht mehr dich mit Essen vollstopfen oder Kummer essen? Hast du da nicht mehr? Es ist nicht mehr möglich, weil du merkst, ich tue mir jetzt nicht gut. Selbstliebe bedeutet, Dinge zu tun, auch die dir gut tun. Und du spürst dann einfach, das tut mir nicht gut. Ist viel zu süß, viel zu viel Zucker. Auch da kann sich der Appetit verändern, dass du dich wunderst. Ich habe plötzlich voll den Hieper auf den Obstsalat oder auf gesunde Sachen oder mein Geschmack hat sich verändert. Plötzlich mag ich auch so mal so einen bitter Geschmack so von Kräutern oder irgendwie orientalische Gewürze, weil du durch die Selbstliebe bist du ja viel mehr im Kontakt auch zu dir, zu deinem Körper, zu deinen Bedürfnissen oder überhaupt in Kontakt. Viele, die sich in toxischen Beziehungen befinden, haben den Kontakt zu sich und zu ihrem Körper auch teilweise oder komplett verloren. Viele in toxischen Beziehungen haben auch die Verbindung zu ihrem inneren Gefühl verloren. Die sind in toxischen Beziehungen, lassen sich beleidigen oder schlagen und sagen, ja, ich bin schuld, der andere ist ja nur so lieb. Und ich kann das total verstehen, solange man noch da drin ist, weil das eben diese Muster sind. Aber man ist taub dann für den Schmerz, den der andere einen zufügt und redet es ständig gut und denkt, ja, es ist ja normal, ist es nicht so, geht nicht Beziehung so? Naja, weil du vermutlich, wenn es dich betrifft, was ich hier sage, das so gelernt hast in der Kindheit, dass es für dich wirklich normal ist, geschlagen zu werden, abgewertet zu werden, weggestoßen zu werden, dass du sicherlich auch leidest, aber ein gewisser Teil in dir das auch als normal ansieht. Das heißt, da ist auch der Kontakt zum inneren Schmerz verloren gegangen. Und das darf wieder an die Oberfläche kommen, auch natürlich zu spüren, das tut mir jetzt aber weh oder das tut mir nicht gut, das ist nicht stimmig für mich. Und mit Selbstliebe ist das nicht mehr möglich, dir etwas zu tun, zu essen oder zu trinken, was dir nicht gut tut. Vielleicht machst du es hier und da mal, weil du vielleicht unaufmerksam bist, aber du wirst im Nachhinein merken, hat mir nicht gut getan, war nicht in Ordnung. Also lass ich mal sein. Ja, du wirst merken, dass du dich auch verhältst mit deinem Konsumverhalten, was jetzt Fernsehen angeht, dass du entweder viel, viel weniger Fernsehen schaust oder gar kein Fernsehen mehr, sondern nur noch ausgewählte Filme dir anschaust, weil du auch da spürst, diese Fernsehprogramme, das zieht mich eher runter. Ich merke, meine Schwingung ist danach total im Keller, was ja auch definitiv so ist. Also ich gucke schon Ewigkeiten kein Fernsehen mehr. Nachrichten schaue ich mir nur noch die Schlagzeilen im Internet an. Und es reicht mir schon. Ich bin informiert über alles. Tiefer muss ich nicht einsteigen, weil das zieht meine Schwingung in den, nicht nur in den Keller, sondern in die tiefste Grotte, die noch tiefer als der Keller ist. Tue ich mir gar nicht an, kann ich mir gar nicht leisten, so tief zu schwingen. Und ja, also wirklich, dass du auch merkst, das tut mir gar nicht gut. Immer wenn ich Fernsehen geguckt habe, bin ich so aufgekratzt, bin ich so genervt irgendwie. Und das spürst du. Vorher hast du vielleicht gedacht, oh, ist schön, das hat dich von deinem Schmerz abgelenkt. Es hat dich von deiner inneren Trauer, Angst, Hilflosigkeit abgelenkt. Eben diese Themen, die dich in toxische Beziehungen reingeführt haben oder in die Unliebe. Und wenn du die gelöst hast, wirst du merken, auch das tut mir nicht gut. Du wirst merken, dass du andere Dinge, auch andere Bücher liest. Auch viele erzählen mir, Mensch, ich habe mir immer die Frauenzeitschriften geholt. Da, was weiß ich, will jetzt keine Namen nennen, aber so die klassischen Frauenzeitschriften, wo dann immer eine Diät nach der anderen drin steht oder weiß ich nicht was. Ich habe gemerkt, das bereichert mich gar nicht mehr. Ich habe durchgeblättert, uninteressant, uninteressant, oberflächlich. Was soll ich damit? Kann ich sofort wieder ins Altpapier legen. Also es bereichert dich dann nicht mehr. Manche schreiben mich dann an und sagen, Frau Amberg, Frau Amberg, ist das normal? Ich kann keine Comics mehr lesen. Ich habe immer Comics gelesen, ja, auch Erwachsene lesen das ganz gerne noch. Aber ich denke, ich habe irgendwie was Wichtigeres vor oder ich will meine Zeit irgendwie viel sinnvoller gestalten. Was nicht heißt, dass auch sowas noch bereichern kann. Das ist ja bei jedem unterschiedlich, aber für diese Person war es eben nicht mehr stimmig, weil sie wollte wahrscheinlich was ganz anderes machen oder vielleicht
selbst ein Buch schreiben oder was in die Welt bringen. Das ist dann ein ganz natürliches Bedürfnis, auch dein Strahlen, deine Gabe, dein Potenzial in die Welt zu geben. Ganz klar. So, du wirst natürlich auch bemerken, wenn du die Selbstliebe lebst, dass sich dein Freundeskreis verändert. Also entweder verabschieden sich Freunde von alleine, weil die Schwingung nicht mehr passt. Deine Freunde schwingen hier und du schwingst da, ohne das jetzt negativ zu beurteilen, dass deine Freunde schlecht sind. Aber wahrscheinlich sind die Freunde eben, haben auch noch viele Baustellen, viele Dinge noch zu lösen, viele Schmerzen, Wunden. Ja, jeder fängt mal an. Ich war auch mal da unten, also keine Verurteilung an der Stelle, aber man merkt, es passt nicht mehr. Die reden hier auf der Ebene und du bist hier auf der und da geht es auseinander. Entweder gehen die Freunde oder du stellst fest, passt nicht mehr. Ist auch nicht schlimm, weil das Universum hinterlässt keine Lücken. Es kommen neue Menschen in dein Leben, neue Freunde, die durch das, die Resonanz, ne, durch dieses Gesetz der Resonanz dich finden. Ihr könnt euch dann gar nicht verfehlen, die dann auch auf dieser höheren Ebene der Selbstliebe sind, wo eine ganz andere Art von Freundschaft dann stattfindet. Bereichern, ohne Kämpfen, ohne Vorwürfe, ohne, oh, hast du nicht geantwortet oder was auch immer, was auf Ehrlichkeit und Liebe basiert. Und das ist so schön, dass du auch immer wieder schöne Situationen im Alltag hast, dass dich Menschen anlächeln, dass dir jemand einen Gefallen tut, dass du kleine Glücksfälle hast, irgendwas gewinnst oder Geld findest oder ja, irgendetwas möglich ist, was eigentlich nicht möglich ist. Ich weiß jetzt gar nicht, was für Beispiele ich da bringen soll, aber lass dich da einfach mal überraschen. Ich will dich ja auf die Selbstliebe-Seite ziehen, dass du all das erleben kannst und dann kannst du mir gerne in die Kommentare das mal reinschreiben. Wenn du jetzt schon einige Beispiele hast, schreib es mir mal in die Kommentare. Ich bin echt mal gespannt, was du da so erlebt hast. So. Ja, also es ist natürlich auch insgesamt der Umgang mit allen anderen Menschen ist liebevoller, ist von Verständnis und Liebe getragen. Dass du andere weniger bis gar nicht mehr verurteilst, dass du dich auch nicht mehr angegriffen fühlst, wenn du durch dein Verhalten einen anderen Menschen triggerst. Das kannst du ja auch nicht verhindern, dass du einen Menschen triffst, der noch viele Wunden und Baustellen hat, der dir dann Vorwürfe macht, wie böse du bist oder was du gemacht hast. Du wirst dann den Schmerz im anderen erkennen und erkennen, dass es nichts wirklich mit dir zu tun hat. Und du wirst dich dann eben dadurch von dem anderen nicht mehr angegriffen fühlen, weil du die Wunde in dir geheilt hast. Du weißt, nein, ich bin liebevoll, ich bin wertvoll. Natürlich wirst du da auch reflektieren, habe ich jetzt irgendwas gesagt, was nicht stimmte? Habe ich den anderen jetzt wirklich beleidigt? War wirklich an meinem Verhalten was nicht in Ordnung? Das wirst du kurz abscannen und dann wirst du merken, nee, war alles okay. Also es ist der Schmerz des anderen. Schick ihm Liebe, segne den anderen, dass er seinen Weg findet, seine Wunden zu heilen. Und das ist ein Riesenunterschied zuvor. Vorher bist du wahrscheinlich drauf eingestiegen. Ist das nicht unverschämt? Ist das nicht unmöglich, sich zu benehmen? All das wird dann mehr und mehr wegfallen. Und wichtig an der Stelle, der Weg in die Selbstliebe ist ein Prozess. Also es ist kein Schalter, der rumgeht von 0% Selbstliebe auf 100%. Es ist ein Prozess und vielleicht ist es auch eine lebenslange Aufgabe. Ich will es jetzt gar nicht mehr als Aufgabe bezeichnen, sondern als Bedürfnis. Also bei mir in meinem Leben ist es einfach ein Bedürfnis, immer wieder gut zu mir zu sein, für mich die beste Freundin zu sein, mir Gutes zu tun, mich zu korrigieren, wenn ich ja doch mal rausfalle. Auch das ist menschlich und es geht nicht um Perfektion, es geht einfach darum, die Absicht zu haben, zu lieben. Dich selbst und alle anderen. Ja, wird sehr emotional. Also es berührt mich jedes Mal, weil ich das auch so fühle. Und ich möchte dir jetzt das Gefühl rüberschicken. Ich hoffe, es kommt jetzt bei dir an. Gut, so, jetzt gucke ich mal, was ich hier noch dastehen habe. Natürlich auch die Arbeit, da wird sich etwas verändern.
Wenn du die Selbstliebe lebst und die wirklich spürst, kannst du einen Job, den du nicht magst, der dich runterzieht, wo ja, der einfach nicht deinem inneren Wesen und deinem Potenzial und deinen Fähigkeiten entspricht, den kannst du dann gar nicht mehr ausüben, weil das so unstimmig ist, das ist dann einfach nicht mehr möglich. Also entweder suchst du dir aktiv einen neuen Beruf, einen Job, der dir und deinem Wesen entspricht. Auch das ist nicht von heute auf morgen umsetzbar. Auch das ist oft ein Weg und ein Prozess. Und Unzufriedenheit im Job kann eine Motivation sein oder ist auch eine Motivation, eine Chance, es besser zu machen, was anderes, stimmigeres zu finden. Und wenn du in der Selbstliebe, im Selbstvertrauen bist, hast du da auch viel, viel weniger Angst vor etwas Neuem, viel weniger Angst, oh, wer weiß, was kommt da, ob ich überhaupt den Beruf finde, ob ich davon leben kann, weil du auch da gleich dich um deine liebevoll um deine Ängste kümmerst, um deine Themen kümmerst. Das ist auch Selbstliebe zu sehen, aha, okay, ich habe da noch ein paar Themen, ah, interessant, die kommen jetzt erst an die Oberfläche, wo waren die denn versteckt? Und ich kümmere mich darum und löse es auf und heile mich dadurch auch wieder selber. Ganz, ganz wichtig. Also oder, dass eben deine Arbeit sich verändert und du dadurch selber liebst und alles andere auch immer mehr mit den Augen der Liebe betrachtest. Vielleicht erkennst, ja Mensch, der Job, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich kann ja, ich erkenne jetzt, wo ich hier meine Talente einbringen kann. Ich sehe, oh, dass mich das und das doch bereichert, dass du da Veränderungen vornehmen kannst oder innerhalb einer Firma dich verändern kannst. Und vielleicht auch, natürlich ist es manchmal auch notwendig, wenn eben Kollegen sind, die niedrig schwingen am Arbeitsplatz. Manchmal muss man wirklich den Arbeitsplatz wechseln, aber es ist nicht immer notwendig, denn durch deine Veränderung ist der andere gezwungen, auch sich zu verändern. Und ich habe es schon öfter von Klienten gehört, dass jetzt die Kollegin, die so zickig war, plötzlich total ruhig ist. Oder der Kollege, der ständig sie angeschwärzt hat oder ausgenutzt hat, das jetzt nicht mehr macht, weil die Angriffsfläche nicht mehr da ist. Weil die anderen unterschwellig spüren, ich kann es nicht mehr machen. Das kann den anderen bewusst sein, den Kollegen. Es kann auch unbewusst ablaufen. Also es lohnt sich immer auf den Heilungsweg zur Selbstliebe und zum Selbstwert zu kommen, weil sich dadurch so viel magisch verändern kann. Man muss nicht immer abhauen von der Arbeit, man muss nicht immer gehen. Es kann sich auch innerhalb des Kollegenkreises so viel verändern. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da passieren manchmal Wunder und da lade ich dich herzlich ein, auf den Weg zu kommen. So, und zu guter Letzt natürlich, du wartest bestimmt schon drauf, naja, logisch, wenn du dich selber liebst, dann hast du auch eine glückliche Beziehung. Oder hast vielleicht gerade eine Phase in deinem Leben, wo du erstmal mit dir selber glücklich bist. Weil vielleicht auch das zu deinem Heilungsweg noch dazugehört, zu erfahren und zu erleben, für eine bestimmte Zeit dir selbst genug zu sein. Aber du kannst ja sicher sein, das Universum möchte, dass du alles bekommst hier von diesem Leben. Und deswegen wird es nicht lange dauern, denn wenn du erfüllt bist, wenn du in der Liebe bist, wenn du dir selber Aufmerksamkeit schenkst, kannst du es gar nicht verhindern, da auch einen Menschen anzuziehen, der genau auf dieser Ebene ist. Du willst ja, wenn du da oben bist, da keinen da unten, keinen Narzissten oder jemand, der ja, sich selbst auch nicht liebt oder dich benutzen will für seine Schmerzen, um die zu betäuben. Das wird sich dann nicht stimmig anfühlen. Das fühlt sich klebrig an. Und wie gesagt, keine Verurteilung. Jeder ist auf seinem Weg. Das heißt, wie mit den Freunden begegnen sich dann zwei auf dieser Ebene. Und du kannst es nicht verhindern. Du musst dich nicht mal anstrengen. Hast du dich angestrengt, um deinen toxischen Partner anzuziehen? Hast du dich da richtig bemühen müssen? Nee, der kam von selber in dein Leben. Ganz ohne Anstrengung. Und genauso kommt dann der Partner, der deiner neuen höheren Schwingung entspricht, auch in dein Leben. Geht gar nicht anders. Ist ein Resonanzgesetz, welches immer wirkt und immer funktioniert. Ja, und wenn du noch alleine bist und denkst, kommt aber nicht, darfst du gucken, okay, was ist denn da vielleicht noch in mir, wo denke ich, na,
ich habe es ja doch nicht verdient oder ich bleibe ja immer doch immer alleine oder komm dir da mal auf die Schliche, was du da noch für versteckte Glaubenssätze hast, die du natürlich lösen kannst. Kein Problem. Ja, also ich möchte dich gern einladen. Du hast gehört, es lohnt sich, auf dem Heilungsweg zu kommen. Es wird sich natürlich viel, viel, viel verändern, aber nur zum Positiven. Ich weiß, unser Verstand hat immer Angst vor Veränderung. Der denkt, lieber bleibe ich in dem Schmerz, im Leid. Das kenne ich ja. Ich weiß ja gar nicht, was dann passiert, wenn ich in die Selbstliebe komme. Oh Gott, das kenne ich ja gar nicht. Vergib das auch deinem Verstand. Der kann nur das abspulen, was er kennt. Er kann nur das Altbewährte dir immer wieder vorkauen, wie es ist, frei und glücklich zu sein und sich selbst zu lieben, kennt vermutlich dein Verstand noch nicht mal. Ist nicht schlimm, dann kannst du ihm das beibringen und ihm zeigen, guck mal, mein lieber Verstand, so geht das. Und dann wird sich auch ganz viel verändern. Also komm auf den Heilungsweg, komm auf den Weg zur Selbstliebe. Dafür kannst du gerne meine Tools verwenden auf meiner Webseite liebenohneleiden.de. Im Shop findest du zum Beispiel Ursachen finden und auflösen. Gerade die Kurse, das Komplettpaket Level 1 und Level 2, Liebeskummer extrem und raus aus toxischen Beziehungen ist neben der Veränderung der Beziehungsdynamik und der Bindungsmuster, die wir verändern, ist es eben ein Weg in die Selbstliebe. Unterm Strich, nachdem du all diese Tools gemacht hast. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Und weil auch du hast es verdient, glücklich zu sein und auch du bist wertvoll. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du es erkennst, dass du es nicht mehr hier, nicht nur hier im Kopf erkennst durch die Videos. Aha, habe ich ja jetzt verstanden. Weil viele schreiben mir, ich habe alles verstanden, ich habe alles verstanden, ich habe alle Videos gesehen, ist mir alles klar, ich habe 10 Bücher gelesen, habe alles verstanden. Und trotzdem verändert sich nichts. Trotzdem verstehe ich nicht, ich habe doch alles kapiert. Warum? Naja, weil ja dein Kopf nur 5% sind. 5% können nicht immer 90% verändern. Funktioniert nicht. Und das Verstehen ist aber auch wichtig. Also heißt nicht, dass das in 5% nicht wichtig ist. Das ist der erste Schritt. Erst verstehen und dann im Unterbewusstsein verändern. Und da wirst du merken, ist ein ganz anderer Wumms dahinter. Und ja, deswegen lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, in dieses Gefühl zu kommen, zu erkennen, dass du wertvoll bist, dass du es verdient hast, glücklich zu sein. Und wenn du das fühlst, es nützt nichts, das im Kopf analytisch zu denken, ich bin wertvoll, sondern es ist wichtig, das zu fühlen. Das Gefühl macht die Musik. Das Gefühl macht die Musik und nicht der Kopf mit seinen Gedanken, okay? Wenn du es fühlst, dann bist du ein Magnet für genau das, was du fühlst. Also, das soll es für heute gewesen sein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Schreib gerne deine Erfahrungen, Kommentare unten rein. Abonniere den Kanal, gib mir einen Daumen hoch und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Video. Also, bis bald. Tschüss.